Servus Leute, Unterlöchchen und willkommen zu meinem allerersten Weekly Check-In bzw. dem Wochenabschluss im Monat November. Und dann legen wir auch gleich los. Ich versuche diesmal einen One-Taker daraus zu machen, also dass ich wirklich kein einziges Mal schneiden muss. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffen werde, denn ich kenne mich einfach zu gut und ich verhaspel mich mit Sicherheit das ein oder andere Mal. Ihr merkt mit Sicherheit, dass ich gerade ein bisschen langsamer spreche, in der Hoffnung, dass ich mich einfach mal nicht verhasple. Ja, jetzt gucken wir einfach mal nach. Ich schaue auch nochmal aufs Konto, ob da noch irgendwelche weiteren Abbuchungen gekommen sind. Oh Mann, ich merke schon, ich bin jetzt schon so nervös einfach, weil ich es hinkriegen möchte. Aber ja, ich verspreche mich immer wieder oder dann schluder ich und so weiter. Und genau in dem Moment funktioniert meine App nicht. Danke, danke, echt vielen Dank auch. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Es ging hier, ging da noch etwas ab? Nein, ging es nicht. Mehr kam nicht, bis auf die Lebensmittel. Und da muss ich jetzt noch ganz kurz den Kassenbon raussuchen. Das ist ja mittlerweile dieser E-Bon. Oh, ich merke gerade, man sieht mein Handy im Schatten. Weil das Problem ist, dass es relativ spät jetzt ist. Wir haben 19.41 Uhr und ich möchte das Video natürlich morgen online stellen. Deswegen, ja, bin ich jetzt gerade dabei, das alles noch abzudrehen. Wir haben insgesamt, ich hoffe, ihr könnt es sehen, 107,08 € für die Lebensmittel diese Woche ausgegeben. Jetzt habe ich meine Uhr natürlich mal nicht dran. Welches Datum haben wir? Wir haben den 6. November. Und dadurch, dass ich momentan enorm viel am iPad schreibe, denn ich bin auch am Überlegen, das Ganze jetzt zu digitalisieren, dass ich das nicht mehr ausdrucken muss. Und da habe ich mir so eine saubere Schrift versucht anzueignen. Und deswegen sieht das hier auch sehr schön aus. Zumindest im Vergleich zum letzten Monat, was ja nicht unbedingt immer so schön und sauber war. Zumindest denke ich das. Aber ja, Etzerle, gucken wir mal. Bezeichnung, Rewe. Wir müssen jetzt auch mal wieder unsere Pfandflaschen abgeben. Das ist so viel. Und wir haben auch Pfandglas. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ist das der Almigurt-Joghurt? Das ist auf jeden Fall so ein Joghurt im Glas. Und da ist Pfand drauf. Das habe ich früher nicht gedacht. Ich habe das mal weggeschmissen. Jetzt im Nachhinein ärgere ich mich natürlich darüber. Aber zum damaligen Zeitpunkt, ich habe da ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, ob das wirklich Pfand sein könnte oder nicht. Jetzt habe ich eine Nachricht bekommen, aber das ignoriere ich jetzt natürlich gekonnt. Oh Mann, die Acht ist so gequetscht da hinten. Die sieht so reingepfercht aus. Jetzt rechnen wir das einfach mal aus, weil ich keinen Bock habe zu rechnen. 107,08 €. Und dann haben wir für den restlichen Monat noch 292,92 €. Jetzt. Oh Mann. Oh, wie nennt sich das? Wie nennt sich das? Wie nennt sich das? Wenn man kann es ja vorne, vorwärts und rückwärts gleich lesen. 292929, hier 29292. Also 29292, 29292, ne? Also vorwärts wie rückwärts. Wie nennt sich das? Das ist so ein bestimmter Ausdruck dafür. Wenn ihr es wisst, Leute, schreibt es mir mal bitte gerne unten in die Kommentare rein. Das würde mich jetzt brennend interessieren. Also, ich würde mal sagen, wir fangen jetzt einfach mal hier vorne an. Ich zeige euch jetzt kurz, was alles abgebucht wurde. Und dann rechnen wir das Ganze zusammen, damit ich das dann hier hinschreiben kann in die Woche 1. Die erste Versicherung ist am 2.11. abgegangen. Die erste Investition am 2.11. ebenso mit 75 €. Dann am 4.11. ebenso eine Investition mit 200 €. Habe ich ja gesagt, dass ich jetzt aufstocke von, was hatte ich? Ich glaube 190, oder? Ich glaube, ich hatte 190 gehabt. Genau, von 190 jetzt glatt auf 200. Dann, die habe ich jetzt auch aufgestockt von 75 auf 150. Also da kommt dann das Doppelte sozusagen rein. Und die wurde jetzt auch abgebucht. Ich habe das bloß vertauscht. Deswegen stehen jetzt hier die 150 und nicht da unten. Denn die eine Investition wird später abgebucht. Aber ich habe das da irgendwie total verpeilt. Das ging auf jeden Fall ab. Eigentlich kann ich das jetzt theoretisch ja gleich schon notieren. Dann schlage ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Also 10 € für die erste Versicherung, 75 € für die erste Investition, 200 € für die nächste Investition und 75 € für die andere Investition.
Uiuiui, 360 Euro haben wir da schon mal. Halleluja. Okay, dann die 107,80 € für die Lebensmittel beim Rewe. Dann sind wir beim Beck gewesen. Das war allerdings schon letzten Monat, glaube ich. Oder war das letzten Monat? Ja, doch, das war letzten Monat, genau. Und ich schreibe das ja immer dann auf, wenn es von meinem Konto tatsächlich abgebucht wird. Da sind wir beim Beck gewesen, denn da haben wir einen Kurztrip gemacht, einen Tagesausflug nach Österreich und haben da meine Großeltern besucht. Und da haben wir uns für die Fahrt etwas vom Bäcker geholt. Allerdings im Nachhinein ist mir aufgefallen, es war zu wenig. Denn der Kleine hatte dann doch ein bisschen mehr Hunger gehabt, vor allem dann auf der Rückfahrt. Und da hätte ich durchaus noch die ein oder andere Breze mitnehmen können. Aber wir haben es Gott sei Dank noch an der Raststätte geschafft. Und da waren dann so immens große Brezen und da war so viel Salz drauf. Das war nicht mehr normal. Gott sei Dank, das grobe Salz, das habe ich wenigstens einigermaßen dann abbekommen. Aber es war trotzdem total nervig. Also da buche ich jetzt einfach mal 15,75 € dazu. Dann habe ich noch zwei Karten für die Konsumenta gekauft. Wenn ihr das Video jetzt gerade seht, dann bin ich auf der Konsumenta wahrscheinlich. Denn wir gehen da eigentlich jedes Jahr hin. Ich glaube, letztes Jahr hat es aufgrund von Corona nicht stattgefunden. Deswegen waren wir da nicht. Aber dieses Jahr gehen die wieder hin. Und eigentlich kostet die Karte 12 €. Also wären es eigentlich 24 € gewesen. Aber meine Mutter, haha, ne? Von ihr habe ich das ganze Jahr. Die ist ja auch ein Schwabe. Nicht so krass wie ich. Aber trotzdem ein bisschen krass. Und da war in der Zeitung dann ein Rabattcode. Und den habe ich dann eingelöst, da haben wir dann 2 € Rabatt bekommen. Meine beste Freundin hat mir dann vorhin auch noch was geschickt. Ja, hier, hey, wenn du auf die Konsumenta morgen gehst, hier, da ist ein Rabattcode, 2 €. Ich so, ey, danke, dass du an mich gedacht hast, richtig cool. Aber ich habe ihn schon eins gelöst, der war schon in der Zeitung drin. Ja, dann habe ich noch auf Vivid 50 € draufgetan. Davon waren wir dann ehrlich gesagt bei Megis. Wir hatten so Bock auf Megis und ich habe gesagt, hey, ich glaube, bei Vivid gibt es momentan 1%. Die hat es auch gegeben. Habe ich jetzt die 20 € eigentlich dazu gebucht oder nicht? Ich buche es jetzt einfach mal sicherheitshalber. Ich rechne es nochmal aus. Das würde jetzt eigentlich rausgeschnitten werden. Also nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ich glaube, ich habe jetzt gerade alles nochmal kaputt gemacht. Also 10 €. Und wie gesagt, normalerweise würde es rausgeschnitten werden. Aber da ich gesagt habe, ich möchte einen One-Taker machen, würde es nicht rausgeschnitten. Ja, so verpeilt bin ich dann halt eben. Dann hat man die 107 €. Das kommt davon, wenn ich dann immer so viel rede, ne? Ich buche jetzt einfach erstmal alles und dann, dann labe ich. Und jetzt hat, erkenne ich, ich habe es nicht dazu gebucht. Okay, dann die 20 € hier und die 50 € dann noch von Vivid. Genau, da waren wir dann, wie gesagt, beim Megas. Und ich habe ein paar Cent gespart, aber naja, Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. Jetzt tue ich das hier gleich einmal dazu. Also plus 11,99 € und dann noch einmal plus 9,90 €. Da habe ich einen Rückendehner gekauft. Mann, ey, die Schrift ist echt richtig ordentlich, muss ich aber sagen, im Vergleich zu dem Katastrophenfall da oben. Das habe ich, glaube ich, auf Instagram gesehen. Es war so ein Instagram-Video. Es ist so ein gebogenes Teil, da legt man sich halt drauf und dann kracht der Rücken anscheinend. Bei mir kracht er irgendwie nicht. Ich weiß halt, ob er kaputt ist oder was falsch mit meinem Rücken ist. Auf jeden Fall nutze ich das jetzt, um den Rücken auch ein bisschen zu dehnen. Und ich habe das Gefühl, dass dadurch meine Schmerzen auch so ein kleines bisschen gelindert werden. Bin mir nicht so ganz sicher, aber es könnte sein. Und dann habe ich noch für meine Oma ein Buch gekauft. Wenn meine Mutter demnächst mal wieder runterfährt, dann nimmt sie das mit. Ich habe für meine Tochter nämlich das Buch Ein Hund namens Money gekauft. Und die verschlingt es. Die liest es rauf und runter. Ich glaube, die liest es jetzt schon das 4. oder 5. Mal. Und das ist echt, also ich finde es richtig cool. Es führt einen sozusagen an das Investieren heran und erklärt einem das mit den ganzen Finanzen. Und das finde ich echt richtig toll, dass sie da einfach auch so eine Freude daran hat, was das angeht. Das hat sie dann mitgenommen gehabt, als wir bei meiner Oma gewesen sind. Und da hat sie gesagt, ja, voll das tolle Buch. Und dann hat meine Mutter gesagt, naja, komm, dann kaufen wir es ihr halt einfach. Und dann kann sie das in aller Ruhe lesen, weil, wie gesagt, meine Tochter, die verschlingt es einfach rauf und runter. Und ihr wegnehmen wollte man dann natürlich auch nicht. Also da habe ich jetzt noch ein Budget von 78,11 €. Dann auswärts essen. Sushi hatten wir wieder gekauft bzw. bestellt. Allerdings, es war auch letzten Monat. Und es ist erst diesen Monat abgebucht worden. Wir haben gestern nochmal Sushi bestellt. Das wird dann wahrscheinlich erst in der Woche 2 mit reinwandern. Denn das dauert ja auch immer eine Zeit lang, bis es abgebucht wird. So. Und dann die Kleidung. Da haben wir es, glaube ich, so richtig, richtig krachen lassen. Denn da haben wir 166,91 € ausgegeben.
Und Halleluja, oh Gott, das will ich. Ich will mir das Ding gar nicht angucken, mal ganz ehrlich. Die Große hat eine neue Jacke gebraucht. Die hat, glaube ich, 40 Euro gekostet. Dann noch 3 Jeans für meinen Mann. Einmal 20 Paar Socken. Und oh mein Gott, Leute, ihr glaubt gar nicht, wie teuer Socken sind. Das hätte ich niemals gedacht. Das waren vielleicht die günstigsten, beziehungsweise die preiswertesten, die ich da gefunden hatte. Ist aber trotzdem noch teuer. Und für die Große habe ich dann auch noch Socken geholt. Für den Kleinen auch noch einmal Socken und eine Hose. Ich bin leer ausgegangen. Habe ich aber kein Problem damit. Dann schreibe ich das einfach mal in die allererste Woche rein. Erste Woche 794 Euro und 28 Cent. Wow. Das ist ehrlich gesagt echt ein mega krasses Sümmchen. Im Vergleich zum letzten Mal, da habe ich nie mal ansatzweise so einen Betrag ausgegeben. Aber gut, man muss auch dazu sagen, die Klamotten bestelle ich jetzt nicht jeden Monat. Und da habe ich auch drauf hingespart. Auch wenn ich ein bisschen über dem Budget bin. Ich hatte ja eigentlich nur 110 Euro. Aber ja, das ist dann halt jetzt einfach einmal so, wie es ist. Jetzt muss ich bloß noch ganz kurz hier nachrechnen, ob ich da wirklich die 292 Euro und 92 Cent habe. Das ist ja fast schon Zungenbrecher, Leute. Rechnen wir mal ganz kurz nach. Also 100, 200, 50, 60, 70, 80, 90, 92, 50, 60, 70, 80, 90, 92. Sehr schön, das passt. Übrigens, ja, mein Mann hat eigentlich heute früh den Lebensmittelumschlag mitgenommen. Du wisst ja den anderen, wo ich das auch drauf geplottert hatte. Und er hat es anscheinend auf dem Autodach vergessen. Gott sei Dank war kein Geld drin, denn das ist auch eine lustige Geschichte. Mein Mann macht ja momentan den, oh Gott, was war das nochmal? A196, glaube ich. Also diesen Rollerführerschein, diesen aufgestockten, wo man nur ein paar Fahrstunden machen muss und keine Prüfung ablegen muss. Und da habe ich ihm dann das Geld einfach schnell bar gegeben, weil er das bar bezahlen musste. Und er hatte keine Zeit mehr zur Bank zu fahren. Und dann habe ich einfach aus dem Lebensmittelumschlag das Geld genommen. Der kostet nämlich schon ein bisschen was, also mehr als was die Lebensmittel pro Monat bei uns da kosten. Und dann habe ich ihm das damit gegeben und er ist dann nur mit dem leeren Umschlag dann heute in die Arbeit gefahren und hat nach der Arbeit dann erstmal den Einkauf erledigt und dann ist er zur Bank und hat das Geld bar abgehoben. Und Gott sei Dank hat er es dann so gemacht, weil wenn da jetzt wirklich die 400 Euro drin gewesen wären von den Lebensmitteln, ich glaube, ich wäre, ich wüsste dann, wie ich reagiert hätte. Mir fällt gerade auf, ich habe das hier komplett vergessen. Also Ich wüsste wirklich nicht. Ich glaube, ich hätte geheult. Ich hätte einfach nur geheult. Ich hätte nicht mehr gewusst, was ich machen soll. Aber es ist ja Gott sei Dank gut ausgegangen. Ein Glück. Und fragt mich bitte nicht, warum ich das nicht vom Bäckergeld hier gezahlt habe. Das ist einfach vom Konto dann abgegangen. Aber vielleicht tue ich das dann einfach so aufs Konto überweisen oder weg. Das werde ich dann auf jeden Fall noch sehen. Ja, es war wirklich Glück im Unglück. Es ist halt schade jetzt um den Umschlag. Denn ich fand den echt sehr, sehr schön. Jetzt habe ich halt einfach den anderen. Das ist übrigens der allererste, den ich damals geplottet habe. Also das war der allererste Versuch. Und da hat dann das Maschinchen, ich habe das ein bisschen zu weit oben gemacht, deswegen ist das mit dem L hier etwas, ja, hat nicht so wirklich gut funktioniert. Aber ist ja auch egal. Ich glaube, ich habe das mit dem One-Taker relativ gut hinbekommen. Schreibt mir es gerne mal in die Kommentare, ob ihr öfter einen One-Taker sehen wollt oder ja eher so die geschnittene Version und alles, was nicht wirklich mit reinpasst und was nicht gut ist, was sicher nicht gut anhört, ob ich das rausschneiden soll. Wie dem auch sei, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Kostenlos Abo könnt ihr auch mal gerne hinterlassen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und aktiviert am besten auch die Glocke, denn dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt. Und dann verpasst ihr auch keins mehr. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.